Und willkommen zu meinem praktisch dritten Let's Play, was ich parallel zu Zelda hochladen werde. Aber höchstwahrscheinlich kommen die Eternal Darkness nur während der Woche. Also nicht am Wochenende. So. Der Grund, warum ich jetzt doch Eternal Darkness spielen kann, ist, weil ich mich mit den Einstellungen ein bisschen auseinandergesetzt habe und das Bild jetzt so hell schrauben konnte, dass ich an meinem Fernseher fast nichts mehr erkenne, aber das Aufnahmeprogramm am Ende richtig schnieke aussehen wird. Und ja. Das Spiel ist am Anfang ziemlich langatmig und es ist viel Gerede und ich muss meine Klappe halten, damit ihr alles versteht. Und es ist auch ein wenig skurril. Und erst ab 16, also wenn ihr unter 16 seid, nicht gucken. So. Aber mal sehen, wie es ankommt. Ich hoffe, euch gefällt's. Von der Story finde ich es eigentlich recht interessant und auch vom Spiel, von den Spielelementen her ist es ja, cool gemacht. Gucken wir einfach mal rein. So. Flesh, bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time. Before humanity. I am Dr. Edward Roivus. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivus family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia, ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path. And they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. Ja, wir sind jetzt in einem Raum voller Zombies. Die uns angreifen. Aber die müssen wir nicht besiegen. Das haben wir eh keine Munition mehr. Und ja. Hoffentlich ist der Traum bald zu Ende. Perfekt. Ja, das Spiel geht schon ein bisschen an die Psyche. So. Ist auf jeden Fall schon lustig gemacht. Telefon. Aufstehen. 3.33 Uhr. Hello. Miss Alexandra Roivus? Yeah, who's this? This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Du-du-du-dum. Ein Unfall. Das war der Typ, der eben gesprochen hatte, die Vorschau. Der hatte den Unfall. Ah, Miss Roivus. I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Oh, nicht schön. Gar nicht schön. Miss Roivus,
Is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. Der trinkt da seinen Kaffee ganz gemütlich. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What's wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. No, none of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Ugh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. Ich weiß die Antwort. Aber ich verrate nichts. So, geschockt durch die mysteriösen Todesumstände ihres Großvaters und durch die Inkompetenz der Polizei, schwört Alex, die Wahrheit ans Tagelicht zu bringen. Sie wird das Anwesen untersuchen, den Ort, an dem Edward seine Studien nachging. Wenn es eine Verbindung zur Vergangenheit und damit eventuell auch zu seinem Mörder gibt, dann wird sie hier zu finden sein. So, und die Hauptperson aus diesem Spiel ist, wie man sieht, wieder eine Frau. Und ja, es ist schwer zu erklären, was man in diesem Spiel machen muss, aber so in spätestens 3, 4 oder 5 Parts wird das meiste klar sein. Ich versuche es zu erklären, aber es jetzt zu erklären ergibt keinen Sinn. Gibt dem Spiel einfach eine Chance und ja, fangen wir an. Untersuchen. Eine wunderschöne Stiluhr. Ihre Zeiger scheinen stillzustehen, auch wenn ihr Uhrwerk weiterarbeitet. Sie ist bei 3.33 Uhr stehen geblieben. In der Rückseite der Uhr steckt ein Schlüssel, mit dem die Uhr wohl aufgezogen werden kann. Soll Alex den Schlüssel an sich nehmen? Ja. Alex hebt die Uhr hoch und nimmt den Schlüssel an sich. Irgendwie sieht der Schlüssel merkwürdig aus. So, als scheine er nicht für diese Uhr gemacht zu sein. Er ähnelt einem Kommodenschlüssel. Alex hat den Kommodenschlüssel. Lalalalalala. Und ja, ich gehe jetzt direkt dahin, wo man auch hingehen muss. Übrigens, ich muss mal kurz gucken. Ja, das Spiel ist bei euch sehr hell. Es ist in real viel, viel, viel dunkler noch. Aber dann wird man nichts erkennen, deswegen ist es jetzt heller. Also es sieht fast so freundlich aus wie ein Zelda-Spiel. Achso, ja, Detail. Die bedrohlich wirkende Uhr aus Großvaters Zeiten steht unheilverkündend in der Ecke. Es scheint, als schaue sie fast patriarchalisch in den leeren Raum. Mit dem Steuerkreuz und dem Steuerkreuz kann die Uhrzeit eingestellt werden. Soll Alex die Uhrzeit einstellen? Ja. Und wir haben schon zweimal die Zahl 3.33 Uhr gesehen. Also stellen wir die Uhr auch auf 3.33 Uhr. Und ein geheimer Gang öffnet sich. Ja. Wenn man übrigens mit der Steuerung nichts drückt, also nur lenkt, dann ist Alex langsam am Gehen. Und wenn man L gedrückt hält, rennt sie. Also an für sich eine... Und sie kann schlagen. Gegen die Tür. An für sich eine sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung. Aber wenn man sie einmal raus hat, dann ist sie einfach. Und ja, hier sind wir in dem geheimen Raum. Und boah, ist das hell bei euch. Krass. Also, ja. Also bei mir ist noch heller, ich erkenne fast gar nichts mehr. Weil durch die Einstellung am Fernseher, ich musste Einstellung am Fernseher vornehmen, Einstellung am PC vornehmen, damit das Bild richtig schön hell ist, weil ansonsten seht ihr nichts, nur schwarz. So, jetzt sehe ich nur weiß, aber egal. Auf dem unaufgeräumten Schreibtisch liegt ein in Leder gebundenes antikes Buch. Soll Alex im Buch lesen? Natürlich. Und damit werden wir jetzt auch nicht mehr Alex spielen, weil das Spiel wandert. Die Vergangenheit. Boom. I had no knowledge of what was to come, nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you.
As you read this, you will come to learn fear as I have. You too will come to understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality, to see those who dwell behind. My life now has purpose, for I have learned the frailty of flesh. Alten Persien vor 26 vor Christus. I was once a fool. Und das ist Paius Augustus, der Rechte. Unser nächster spielbarer Charakter. Facusatis aquae sumat, et animus eorum conferma, ut nahuis dia sit modo prima multarum, si ingeptum conficiamus. Quam primum, Centurio Augustus. Volo res. I would like to compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Do you believe that it really exists, Centurion? I do not doubt our Emperor's beliefs, or his orders. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong and patient. Ja. Paius und seine Männer haben den Befehl bekommen vom König, bestimmte Artefakte zu finden. Und er macht sich halt auf die Suche mit seinen Kameraden in der Wüste. Und jetzt wird er von Stimmen angelockt. Und das ist anfangs noch sehr verwirrend. Und ja, die Animationen wirken ein bisschen klobig, aber damals für GameCube, ey, das war Highlight-Grafik. Was soll ich sagen? Das war damals richtig... Ja. Egal, soll es nicht stören. Es kommt auf die Spielmechanik an. Ich labere jetzt die ganze Zeit während der Filmsequenz, aber ich kann nicht so lange die Klappe halten. Entschuldigung. Ich bin eine Labertasche. Ja, und Paius wurde geportet in eine Höhle. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt die vollen 15 Minuten ausnutzen für diese Folge, damit hier auch noch ein bisschen was passiert. So. Eine Leiter führt in das feuchte Herz des Labyrinths. Im Dunkeln lauern Gefahren, aber Paius behält seinen Mut. Soll Paius die Leiter hinabsteigern? Klar, zurück kommen wir eh nicht mehr. Und ja, hier sieht man schon, was hier liegt. Jo. Ein Zombie. Und da hinten ist eins der besagten Artefakte. Nee, gar nicht. Ich dachte immer nur, das wären die Artefakte, aber... sind sie nicht wirklich. So, der Zombie steht auf. Paius ist bereit. Vorne hatten wir mit Alex einmal eine Schusswaffe. Jetzt haben wir mit dem Paius ein Schwert. Und man kann mit R die Monster anvisieren. Und wenn man nach oben dabei lenkt, schlägt man auf den Kopf. Wenn man gar nicht lenkt, auf die Brust. Nach links dann auf den einen Arm und nach rechts auf den anderen Arm. Und ja... diese Zombies sind außer Gefecht gesetzt, sobald man den Kopf schon abgeschlagen hat, kann man sagen. Weil sie dich nicht mehr sehen. Und hier ist ein zweiter Granitblock. Und ja, ich töte die Zombies jetzt auch nicht richtig, weil es bringt nichts, wirklich. Deswegen beeile ich mich ein bisschen. Ich kann ja mal noch ein bisschen mehr machen. Also später bringt es auch was, die Zombies zu töten, aber mit so einem Finalschlag dann, Bams, habe ich den einmal gezeigt. So. Paius. Und wir gehen. Na, ich hoffe nicht, dass meine GameCube sich gleich aufhängt, die rattert ganz schön. Ja, hier sind die Zeichen von den Granitblöcken. Und ich kann auch noch kurz was dazu sagen. Also dieses blaue Zeichen bedeutet... Was war das nochmal? Moment.
Uljaut, das rote Chatuga, das grüne Xelotat und das lilane bedeutet Mantorok. Und das wird man auch noch später genug erfahren. Und die Zombies hauen sich gerade gegenseitig. Geil. Ja. Wunderbar. An der Wand ist ein auffälliges Symbol in den Granit eingemeißelt. Darunter ist ein quaderförmiges Loch eingelassen, welches Kratzspuren aufweist. So als ob etwas mit viel Kraftaufwand entfernt wurde. Ja, und wir haben... Das ist übrigens unser Menü. Schön detailreich, finde ich, wie man links auch an den Totenschädeln sieht. Und wenn man dann die Seite wechselt, ist je nachdem das Auge aktiv. Und ja, hier sind halt unsere Items, die wir... Verdammt. Ich wollte das Blaue einlegen. So. Und jetzt leuchtet das blaue Zeichen. Und auch das rote. Chatuga. Der grüne Xelotat. Ich weiß übrigens nicht, ob man es genau so ausspricht, wie ich ausspreche, weil das ist ziemlich kompliziert geschrieben, wenn man das mal in Lateinschrift sieht. Da sind Apostrophe und was weiß ich nicht alles in den Wörtern bei, Lücken und irgendwelche antiken Buchstaben, aber so ungefähr nennen die Figuren es auch immer. So. Chatuga, Xelotat, Uljot und Mantorok. Hi Zombie. Das finde ich übrigens gut. So, wenn man einen Raum verlassen hat, sind die Zombies dennoch so, wie sie vorher waren. Und ja, ich habe schon die Zeit überzogen und deswegen mache ich dann hier einen Schnitt. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, weil es wird auf jeden Fall noch interessanter und besser. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.